Adler, Wappentier der Monarchie, hat seine Bedeutung über den Bundesadler bis zum Tier dieser Sendung erhalten. Es geht um Tradition und Leben. Es gibt jetzt einen Verein zur Förderung des monarchischen Gedankens. 1996, im 55. Todesjahr des letzten deutschen Kaisers, am 31. August 7 Uhr, brach eine Abordnung der Arbeitsgemeinschaft der Kaisertreuen von Köln ins niederländische Doorn auf. Dort hatte Willem II. Bis zum letzten Atemzug Holz gehackt und an Deutschland gedacht. Sabine Platzdasch hat es verstanden, in ihrem Reisebericht monarchistisches Erbe und den Auftrag dieser Sendung in Einklang zu bringen. Köln, russische Rheinlande, 7 Uhr, angetreten. Kaiserwetter ist es nicht, aber im Königreich Holland soll die Sonne scheinen. Klappt alles wie geschmiert. Noch schnell das Blumengewinde in den Bus und auf jetzt zum Kaiser. Vorsitzender Wissenbach erklärt Erbe und Auftrag des Vereins. Ja, wir sind der Verein Tradition und Leben, die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des monarchischen Gedankens mit Sitz in Lüneburg. Wir erstreben für Deutschland ein zeitgemäßes Königtum, das heißt, wir hätten gerne einen deutschen Kaiser an der Spitze des Staates. Jawohl, wir rücken entschlossen über die Grenze vor, wie anno 1914. Im Bus gibt es keine Parteien mehr, da gibt es nur noch Deutsche. Wir können Ihnen auch anbieten, unsere Postkarten, zwei verschiedene Motive, einmal mit der deutschen Kaiserkrone und einmal mit dem Reichsadler von 1871. 12 Uhr Essen fassen, es gibt serbische Bohnensuppe, ziemliche Instinktlosigkeit. Wie sagte doch Bismarck, der Balkan ist nicht die Knochen eines einzelnen pommerschen Grenadiers wert. Willem, da sind wir wieder. Auf uns kannst du dir verlassen. Mit so einem dahergelaufenen Herzog aus Bayern werden wir uns nie abfinden. Wenn wir alle paar Jahre einen Bundespräsidenten wählen, dann haben wir etliche finanzielle Aufwendungen, diese Bundesversammlung. Das Zusammentrommeln der über 1000 Leute. Alle 5 Jahre zieht ein neuer Bundespräsident ein, renoviert sowohl in Berlin wie auch Bonn den Amtssitz. Es sind ungeheure Kosten. Und was ist schon Bundespräsident verglichen mit unserem alten Adel? Tatsächlich scheint da doch ein tiefes Bedürfnis auch der Bevölkerung zu sein, mehr da oben zu sehen, als Symbol des Volkes. Und ich glaube, dass da etwas Uraltes, Gewachsenes das Ganze viel besser repräsentiert, als etwas Gewähltes, mit dem man sich vielleicht teilweise identifiziert. Auf zum Gedenken! Ehrenmitglied Aleit konfrontiert uns mit der traurigen Wahrheit. Ja, liebe Preußenfreunde, verehrte Anhänger der Monarchie, Seine Majestät Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, starb vor 55 Jahren. Das ist ja das Elend. Der Kaiser ist tot und jetzt regieren die Herren Demokraten. In den Staub mit allen Feinden Brandenburgs. Die Monarchie ist schon das Beste, nicht? Weil die wechseln ja immer heute wie die Hemden, nicht? Auch so die Minister und so, das ist ja ein... Der hat ja Unsinn heute, nicht? Man kennt sie auch gar nicht mehr, nicht? Aber kennen Sie alle Minister von Niedersachsen? Früher, da blieb mal ein Minister 12 Jahre. Das war aber einer, der sein Handwerk verstand und so, nicht? Das waren nur Minister, aber heute ist alles eine missliche Sache. 18 Uhr, wir ziehen ab. Hat alles gut geklappt, bis auf das Malheur bei der Verpflegung. Es war also alles sehr schön. Das Einzige war, in dem Restaurant fehlte die preußische Ordnung, die Zucht und Ordnung. Das möchte ich doch also mal sagen. Also, dass das, die Bedienung war schlecht und ging nicht der Reihe nach. 20 Uhr, wir betreten wieder deutschen Boden. Es heißt, Abschied nehmen. Ade, auf Wiedersehen. So, nun geht auch die Dornfahrt von Tradition und Leben zu Ende. Aber der Kampf für die Monarchie ist nicht zu Ende. Im Oktober treffen wir uns wieder, diesmal mit amerikanischen Monarchisten. Vielen Dank. Und wo kriegen wir zu essen? In diesem kupferfarbenen Haus da drüben, da kehren wir jetzt Hotel, ein. Hotel Ernst? Nebendran, keine Werbung machen. Eins weiter. Eins weiter, ja. Kommt ihr mit? Im Altköln. Auch der heutige demokratische Nachfolger im Amt des ersten Dieners des Staates, unser Bundespräsident Roman Herzog, wirkt segensreich für unser Volk durch die Kraft seiner Hände.
Im Zeitalter der Öl- und Gasheizung ist das Scheitespalten keine Form der Staatskunst mehr. Was hat Herzog, was Normalsterbliche nicht haben? Carsten Biel mit einem Hofbericht aus dem Schloss Bellevue. Irrer nachts bei Roman Herzog, meldete die Berliner BZ. Doch das Blatt irrte. Der 34-Jährige war nur deshalb beim Schloss Bellevue vorgefahren, weil er sich vom Bundespräsidenten medizinische Hilfe erhoffte. Nur der kann das Tok-Tok in meinem Kopf abstellen, erklärte der junge Mann in der Bild-Zeitung. Keine leere Hoffnung, wie unsere Extra-3-Dokumentation beweist. Der letzte Fall einer Spontanheilung im Schloss Bellevue ereignete sich am Wochenende. Dabei wurde Bundestrainer Berti Vogts in kürzester Zeit von dem Tok-Tok in seinem Kopf erlöst. Noch ist das Tok-Tok deutlich zu hören. Doch kaum hat Geistheiler Roman seine Hand auf Berti gelegt, verstummt das Tok-Tok. Von der Spontanheilung aus der Fassung gebracht, bedankt sich Berti mit einer Rede voll überraschender Deklinationen. Ich muss sagen, ich nehme diese hohe Auszeichnung an als Vertretung für meine Jugendtrainer, die tagtäglich unsere Kinder helfen, den richtigen Weg über die Vereine zu finden. Beim nächsten Besuch erhofft sich Berti Vogts von unserem Bundespräsident dann eine Lösung von seinen Sprachproblemen. Diese Mannschaft hat bewiesen, was man erreichen kann mit Wille, mit Besessenheit, aber auch mit jene deutsche Tugend, die wir wieder geweckt haben. Und ihr gehört eigentlich der besondere Dank. Dankeschön. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Tok Tok, der Bundespräsident hilft.